Da im Matheunterricht nicht immer Tages- oder Monatszinsen berechnet werden müssen, sondern ab und zu auch mal das Kapital, der Zinssatz oder der Zeitraum gesucht ist, sollte man wissen, wie die Formel dann dementsprechend angepasst werden muss. Die Grundformel zum Berechnen von Tageszinsen lautet Z ist gleich K mal I mal P geteilt durch 100 mal 360. Will man nun das Kapital ausrechnen, muss die Formel so umgestellt werden, dass K alleine auf einer Seite steht. Also erst einmal mal 100 mal 360 gerechnet, sodass das unterm Bruchstrich verschwindet. Anschließend noch geteilt durch I mal P, damit K alleine steht. Die neue Formel lautet also K ist gleich Z mal 100 mal 360 geteilt durch I mal P. Soll der Zinssatz berechnet werden, muss die Formel so umgestellt werden, dass P alleine auf einer Seite steht. Also erst einmal wieder mal 100 mal 360 gerechnet und anschließend noch geteilt durch K mal I, damit P alleine steht. Die neue Formel lautet jetzt also P ist gleich Z mal 100 mal 360 geteilt durch K mal I. Und soll der Zeitraum berechnet werden, muss die Formel so umgestellt werden, dass I alleine auf einer Seite steht. Also wieder mal 100 mal 360 rechnen und dann geteilt durch K mal P, damit I alleine steht. Die neue Formel lautet also I ist gleich Z mal 100 mal 360 geteilt durch K mal P. Dem aufmerksamen Zuschauer ist sicherlich schon aufgefallen, dass oberhalb des Bruchstrichs bei allen drei Umstellungen Z mal 100 mal 360 steht und unterhalb des Bruchstrichs dann immer die beiden anderen Größen, die nicht gesucht sind. Genauso geht es natürlich auch bei den Monatszinsen. In diesem Fall haben wir dann aber nicht 360 in der Formel stehen, sondern 12. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Die Grundformel, um die Zinsen zu berechnen, lautet Z ist gleich K mal I mal P geteilt durch 100. Sollen Tageszinsen berechnet werden, wird die Formel unterm Bruchstrich mit mal 360 ergänzt. Denn im Matheunterricht rechnet man beim Thema Zinsrechnung immer mit 360 Tagen für ein ganzes Jahr. Sollen Monatszinsen berechnet werden, wird die Formel entsprechend unter dem Bruchstrich mit mal 12 ergänzt. Denn ein ganzes Jahr hat ja 12 Monate. Sollen nicht die Zinsen, sondern das Kapital oder der Zinssatz oder der Zeitraum berechnet werden, können die Formeln jeweils der gesuchten Größe entsprechend umgestellt werden. Oberhalb des Bruchstrichs steht dabei dann immer Z mal 100 mal 360 bzw. 12 und unterhalb des Bruchstrichs stehen die anderen beiden Größen, die nicht gesucht sind. So, in diesem Sinne kurz und knapp gezeigt, wie die Formeln richtig umgestellt werden. Wer gerne ein Beispiel dazu sehen würde, keine Panik, auch dazu mache ich jeweils ein Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Da im Matheunterricht nicht immer, habe ich geklatscht, die neue Formel lautet also I ist gleich Z mal 3. Scheiße. So, in diesem Sinne kurz und knapp gezeigt.